wurden mit noch einem Trailer überrascht, dieses Mal zu der verbliebenen Folge Felix, welche am 22. November erscheinen wird. Wie in vorigen Videos schon erwähnt, gilt dieses Datum nicht für uns, auch wenn ich natürlich ein Review machen werde, sobald die Folge erscheint. Die deutschsprachige Synchronisation hängt wie so oft noch einige Folgen hinterher, welche dafür aber nach und nach ab dem 4. November bei uns nachgeholt werden. Kommen wir zum Trailer. Zunächst sehen wir Ladybug, welche an die Wand gedrückt steht, während sie auf dem ersten Blick Adrians ziemlich einengt und offenbar vorhat, sie zu küssen. Davon aber mal abgesehen, dass so etwas nicht unbedingt Adrians Art ist, erfahren wir später im Trailer, dass sich Felix für Adrian ausgibt. Warum genau er nun aber so etwas Adrian antun will, wissen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Nur zur Erinnerung, Felix ist der Cousin von Adrian. Auch wenn man rein vom Aussehen her meinen könnte, die zwei wären Zwillinge. Also ehrlich, ich würde wirklich eher dazu tendieren, ihn als Adrians Zwillingsbruder zu bezeichnen. Aber gut. Es würde mich auch wirklich interessieren, warum er sich so verhält. Eventuell Neid auf Adrians Leben? Hat ihn Adrian vielleicht irgendwann in der Vergangenheit etwas angetan, weswegen er noch sauer auf ihn ist? Ehrlich gesagt würde ich es ziemlich öde finden, wenn Felix keinen richtigen Grund hat, um sich so daneben zu verhalten. Aber wieder zurück zum Trailer. Felix steht kurz davor, Ladybug zu küssen, aber ich denke mal, dass da irgendetwas dazwischen kommen wird. Sei es nun, dass Ladybug ihn einfach von sich stößt oder vielleicht der richtige Adrian auftaucht, aber irgendetwas passiert bestimmt. Da bin ich mir relativ sicher. Die nächste Szene schwankt zu Emily und Gabrielle um. Emily befindet sich nach wie vor in ihrem, nennen wir es mal, koma-ähnlichen Zustand, welcher durch das kaputte V-Miraculous zustande gekommen ist. Und zu diesem Zeitpunkt ist das Miraculous auch weiterhin kaputt, denn das Finale, also die beiden Folgen, welche nach Cat Blanc und Felix kommen sollten, die haben wir zwar bereits gesehen, doch sollte das, was wir dort sahen, keinen Einfluss auf diese Folge haben. Am Ende von Miracle Queen hatte Nathalie ja in den Daten von Meister Fuß Aufzeichnungen einen Weg gefunden, um das V-Miraculous wieder zu reparieren und wir sahen Gabriel, der das Miraculous in einem heilen Zustand hochhielt. Das alles aber spielt in dieser Folge noch keine Rolle. Dennoch passiert in diesem Trailer etwas Unglaubliches. Gabrielle poliert zwei Ringe, man kann davon ausgehen, dass es die Eheringe der beiden sind, und steckt sowohl Emily ihren an, als auch sich selbst seinen, und in der nächsten Szene öffnet Nathalie die Tür, aus der eine nun wache Emily tritt, womit wohl niemand so wirklich in ausgerechnet dieser Folge gerechnet haben dürfte. Gabrielle und Adrian sehen sie und Adrian ist natürlich ziemlich überrascht. Wie Gabrielle reagiert, sehen wir hier leider nicht, aber vermutlich wird er es schon vor Adrian gewusst haben. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie es sein kann, dass Emily wach ist und zudem anscheinend noch in der Lage, ohne Probleme zu gehen. Eventuell hat Gabrielle eine kurzzeitige Lösung gefunden, die allerdings nur für diese eine Folge galt, denn im Finale war ja wieder alles beim Alten. Auch hätte dann Gabrielle das V-Miraculous nicht unbedingt so dringend wieder reparieren müssen. Außerdem wäre er dann vermutlich nicht mehr ganz so versessen auf die Miraculous gewesen. Eine zweite Möglichkeit wäre es vielleicht, dass Nathalie ein Sentimonster erschaffen hat, wie einst schon mit Ladybug. Aber warum? Sicher, Gabrielle ist nicht die angenehmste Gesellschaft, aber warum sollte er seinen eigenen Sohn so ins Licht führen? Das wäre ein ganz neues Level an Boshaftigkeit für ihn und ehrlich gesagt kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Die nächste Szene zeigt Felix. Und was ich ganz nett an ihm finde, ist der Umstand, dass er fast genauso aussieht wie aus der ursprünglichen Anime-Fassung der Serie, wo Adrian ja noch Felix heißen sollte und ebenfalls diesen Kleidungsstil bekommen sollte. Adrian und Felix haben sich jedenfalls seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen und Felix umarmt Adrian zwar, aber man kann an seinem Gesichtsausdruck ziemlich deutlich erkennen, dass er irgendetwas nicht so freundlich zu planen scheint und tatsächlich zeigt der nächste Moment bereits, was es ist, denn Felix schnappt sich bei der Umarmung Adrians Handy. Anschließend sehen wir Felix im Badezimmer, der offenbar vorgegeben hat, er wolle sich duschen und diese Zeit nutzt er, um Adrians Fotos anzusehen. An dieser Stelle hatte ich mich zwar gefragt, woher Felix wissen soll, wie er Adrians Handy entsperrt, aber ja. Jedenfalls findet er recht schnell heraus, dass Adrian offenbar eine Schwäche für Ladybug hat, was erklären dürfte, warum wir ihn am Anfang des Trailers als Adrian verkleidet mit Ladybug sahen. Und wieder stellt sich die Frage, warum das Ganze? Warum hasst er Adrian so sehr, dass er ihn so behandelt?
Anschließend sehen wir, wie sich Felix exakt so wie Adrian kleidet und vermutlich damit beginnt, Adrians guten Ruf immer weiter herunterzuziehen. Nathalie stürmt durch eine Tür, ziemlich wütend aussehend, und auch das könnte nun verschiedene Gründe haben. Da wir im nächsten Moment Adrian und Felix sehen, wird es vermutlich mit ihnen zu tun haben. Auch wenn die Reihenfolge natürlich nicht genauso sein muss, wie sie im Trailer gezeigt wird. Alternativ könnte es natürlich auch sein, dass sie wegen Emily so verstimmt ist. Hier im Trailer allerdings macht es den Eindruck, als sei sie entweder auf Adrian wütend, der ziemlich überrascht wirkt, oder aber sie ist vielleicht hinter dem Plan von Felix gekommen und wirkt deswegen so aufgebracht. In dem Fall ist es dann vielleicht nicht Adrian, der hier sitzt, sondern Felix, und ja, sie sehen wirklich wie Zwillinge aus. Was sagt ihr zu diesem Trailer? Was glaubt ihr, könnte hinter Felix Verhalten stecken, und wie kommt es, dass Emily aufwacht? Schreibt mir eure Meinung und Theorien gerne in die Kommentare, und wie immer, bis zum nächsten Mal.